So, der neue Laserdrucker ist da. Wir machen heute den Test, wie er sich denn anstellt. Ich habe ihn schon einmal ausgepackt. Praktisch die beiden Griffe zum Entfernen aus dem großen Karton. Und was ebenfalls dem Ganzen beiliegt, sind ein britischer und ein europäischer Stecker sowie das USB-Kabel. Allerdings kann der Drucker auch per Wi-Fi angeschlossen werden. Das Ganze ist natürlich ein Testpaket der Insider-Kampagne, wo der Drucker vergünstigt zur Verfügung gestellt wurde. Nach dem Entfernen der Sicherheitskleber kann nun die Folie komplett entfernt werden. Ebenfalls sind an der Vorderseite auch noch die Sicherheitssiegel und Kleber zu entfernen. Auch oben sollte man nicht vergessen. Ansonsten sieht man schon, dass der Drucker sehr kompakt ist und sich sicherlich auch in das kleinste Büro einordnen wird. Nach dem Entfernen der Vorderklappe kann man hier auch den entsprechenden Deckel öffnen. Weiter auch hier sichtbar ein zweites Papier zum Entfernen. Nachdem wir bei der Papierzufuhr die Zettel entfernt haben, können wir auch den oberen Teil der Abdeckung entfernen und die Sicherheitsverschlüsse rausnehmen. Dies lässt sich leicht tun, indem man einfach an der Lasche zieht und so entsprechend die Kartusche entfernen kann. Nachdem diese entfernt wurde, kann auch aus der Tonerkartusche die Sicherung entfernt werden. Die Farbpatrone wird jetzt wieder eingesetzt, was sich auch als leicht darstellt. Jetzt kann der Drucker wieder verschlossen werden und wir können uns an das Setup der Software heranmachen. Auf der Rückseite finden wir noch die Anschlüsse für den Drucker. Diese sind natürlich sehr übersichtlich, einmal USB und einmal Strom.